Also wir sind in Kalkutta im Stadtteil Howrah. Das ist traditionsgemäß der ärmere Stadtteil. Kalkutta traditionell war immer Ort der Armen, wie man das von der Mutter Teresa her schon kennt. Und die German Doctors und später folgend die Austrian Doctors haben das als Zielgebiet, weil es nach wie vor sehr viel Armut gibt in Kalkutta und eigentlich Bedarf für unsere medizinische Arbeit, aber auch für Schulbildung und so da ist. Die Einsätze, die wir hier leisten, sind hochinteressant, sie sind aber auch sehr anspruchsvoll. Interessant vom medizinischen her, von den vielen, vielen Krankheiten, die wir sehen, von der Art und Weise, wie man mit einfachen Mitteln die hier auch gut behandeln kann. Sie sind interessant von den Einsichten in das Leben der Menschen, die unter ungeheuer schwierigen Bedingungen in Würde überleben. Wenn man als Arzt in so Situationen arbeitet, kommt man immer drauf, dass wenn nicht Basissachen wie sauberes Wasser, Latrinen und vieles mehr passen, werden die Menschen immer wieder an den gleichen Krankheiten krank und man schafft eigentlich keine längerfristige Veränderung. Bildung ist der entscheidende Punkt, dass man sich dann selber helfen kann. Wir sind in der Hindi Medium School in Santragaci bei meinem Freund und Mitmenschen Ephraim Dirke, dessen Lächeln mich vor 25 Jahren bezaubert hat, wie er gesagt hat, wenn er groß ist, wird er eine Schule bauen. Who is going to pay for this? Und er hat mich mit einer Erstauntheit angeschaut, wie man das fragen kann. Er hat gesagt, oh, Lord knows. I come from Orissa. And this is my idea to come here to Calcutta and start a small school for the poor children. And I want that these poor children would be one day a people, a good citizen of India. I started with 7 children. Then I went family to family. And they told me that our children are picking up some rags, this or that, and we are getting at least 2 rupees or 4 rupees or 5 rupees, so our children will, by reading, they will get nothing. I said, no, this is not correct. What I will give is education. In a long run, you will get better job or better money, good life. Also die Schule gibt es seit 25 Jahren und mittlerweile ist die Schule so groß, dass sie 500 Kinder ausbilden in einem Jahrgang. Und wir österreichischen Ärzte sind eigentlich so in Ephraim Türke sein Hauptpartner mittlerweile. What is this, Kim? Ja, das ist am Anfang immer, die sind total schüchtern, total geschamig und sitzen nur und kichern so. Und wenn man aber dann auf sie eingeht und ihnen ein bisschen Zeit gibt und auch die Chance, dass sie mal überlegen und dass sie sich trauen, dann gängen die auf. Oder wenn sie dann sagen können, how are you, I'm fine,
So ganz simple Sachen, wo man merkt, dass sie voll begeistert sind, dass mehr machen wollen. Auch. Totaler Wissenshunger auf jeden Fall. Der gehört natürlich ausgeschöpft. Werner war immer aus Leidenschaft Kinderarzt. Und alles, was mit Kindern und Jugendlichen zusammenhängt, ist ihm ein Herzensanliegen. Bildung ist überall wichtig. Hier ist es besonders, weil die Unterschiede so krass sind. Weil die Gebildeten gleichzeitig die Macht haben. Und weil sie diese Macht schändlich ausnützen. Und die Ungebildeten nur aus den Klammern dieser Macht kommen können, wenn sie selbst sich bilden. Und dadurch ist das nicht eine akademische Freude, sondern ein Akt des Überlebens. Who wants to be a singer in the future? You want to be a singer? Yes, I want to be a singer. Could you sing a song for us? In Hindi. In Hindi? Yes. Like it. पल पल यादों में मरता माने ना मेरे मन मेरा थोड़े थोड़े होश मदहोशी से है नींद बेहोशी से है जाने कुछ भी ना मन मेरा कभी मेरा था पल्लव बेगाना है ये दीवाना दीवाना समझे ना हो कभी चुप चुप रहे कभी गाया ये करे बिन पूछे तेरी तारीफे सुनाया ये करे ईश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में परमेश्वर आज के ये सुंदर दिन में ein weiterer Bereich, in dem der Ephrem engagiert ist, ist eben ein Hostel für Kinder, die tuberkulosekrank sind oder waren. Die Kinder werden aus unseren ärztlichen Projekten herausgenommen, werden medizinisch im Spital behandelt und brauchen dann noch eine Anschlussbehandlung. Und das passiert im Hostel und dann brauchen sie meistens auch einen Platz zum Leben, weil sie eben aus ganz schlechten Bedingungen kommen, zum Teil Waisen sind und die Kinder können im Prinzip vom 4. bis zum 16. Lebensjahr in diesem Hostel aufwachsen unter sehr guten Bedingungen. Durch das Zusammenleben im Hostel natürlich ein ganz anderes Aufwachsen. Die sind da mit lauter gleichaltrigen Mädels auch zusammen, schließen da Freundschaften. Sie haben vor allem, was ganz wichtig ist, was sie sonst nicht haben, einen geregelten Tagesablauf. Und durch das, dass das alles ein safe environment ist und eben kein Slum, sind sie natürlich nicht mehr rückfällig für die Tuberkulose und auf der gesunden Seite unterwegs. Dieser Weg zur Schule, wo jeder schon mit der fertigen Hausübung in der Schultasche bereit ist und man merkt, dass sich was bewegt und dass diese Generation ist, die eine Veränderung sein kann in der Gegend und in mehreren Generationen dann für das ganze Umfeld da in Indien. Die Familie habe ich in der Nachbarschaft vom Ephrem seiner Schule kennengelernt. Das ist eine Flüchtlingsfamilie aus dem Bihar, wo im Rahmen einer Hungersnot es notwendig war, wegzugehen. Und die Familie hat dann zu 8 mit 6 Kindern in einer einfachsten Slumhütte gelebt. In der Slumhütte hat der Vater
kleine Tongefäße produziert, von denen die Familie leben musste. Alle diese Kinder hat Ephrem eigentlich in seine Schule dann geholt, hat sie dort unterrichtet. Und der Raj Kumar, der Älteste, der ist einer dieser Beispiele, die es bis auf die Universität geschafft haben. Der hat einen Bachelorabschluss in Economics. Ein wunderbares Beispiel, wie eigentlich mit ein bisschen Unterstützung die Menschen dann von sich aus ihr Leben verändern können. Gerade bei Frauen ist es ganz wichtig, dass sie auch selbstständig lesen, schreiben lernen, um über eigenes Leben zu entscheiden und damit nicht abhängig sind von der arrangierten Heirat und von einem vorgeplanten Leben. Wenn man in gewissen Stadtteilen Kalkuttas unterwegs ist, sieht man einfach extreme Armut. Und deswegen ist unser Schulprojekt in Kalkutta, glaube ich, noch lange nicht überholt und hat sie nicht überlebt, sondern wird noch länger gebraucht. Ich denke, das sieht man bei unseren Projekten beim Hostel, sowohl auch in der Schule natürlich, dass das auf jeden Fall Sinn macht und dass das ein gescheites Projekt ist, das authentisch ist, also das professionell geleitet wird, wo jeder von uns genau weiß, was passiert mit dem Geld, das da reinkommt. Und zwar mit jedem Euro. Also es ist eine Erfolgsstory, die mich so glücklich macht, weil ich teilhaben durfte und weil ich eines gelernt habe, dass es nur funktioniert, wenn der Mann an der anderen Seite der Brücke, also der das Geld in den Empfang nimmt, zwei Eigenschaften haben muss. Er muss intelligent und er muss ehrlich sein. Und dass es mir vergönnt war, auf diesen Menschen zu treffen, das ist eine Erfüllung eines Teils meines Lebens. Und wenn ich hier bin, dann danke ich wirklich dem lieben Gott, dass ich da ein Stück dabei sein durfte. I have no wish anything. I wish that I can do more and more for the poor people till my last breath. This is my wish, nothing else. Come to Austria, just I think that I am coming back to my home. And so this is a very big impression for me about the Austria and Austrian people, and therefore I say long live Austria.